Hey und willkommen zu einer weiteren Folge House Flippers. Bewerte den Part und viel Spaß. So, weiter geht's. Letztes Mal wurde sich ja darüber irgendwie beschwert, dass ich die Sachen nicht komplett gemacht habe. Oh, ich sehe gerade das Dreck aus dem Haus. Dass ich die Sachen nicht auf 100% gebracht habe. Tut mir jetzt aber echt leid. Da habe ich aber auch gemerkt, dass hier sehr, sehr viele Perfektionisten dran sind. Finde ich ja gar nicht so schlecht. Aber auf der einen Seite wollen da 100%, auf der anderen Seite soll ich hart schneiden. Fertig oder was? Weil er nur die 100% am Ende sehen, damit er zufrieden seid. So, wir machen aber heute Folgendes. Wir werden heute uns mal ein Haus kaufen und das auf Vordermann bringen und das dann wieder verkaufen. Wir gucken mal, was wir anfangen. Also nehmen wir jetzt wahrscheinlich keine Riesenvilla. So viel Geld habe ich auch gar nicht. Wir fangen an mit diesem, mit dem hier, oder? Guck mal. Sieht voll gut aus. Ich würde mal sagen, Haus kaufen und wir wechseln zu diesem geilen Haus und machen das mal richtig schön. Auf der linken Seite siehst du die Miniaturen der Käufer. Sie werden immer wieder mal Handlungen kommentieren. Lol? Da drüber? Okay. Können sie ja machen. Bin sehr gespannt, was sie zu sagen haben. Ob die bessere Comments haben als ich, weiß ich nicht. Genau, verkaufen kann man Sachen auch so, dann muss man die nicht wegschmeißen. Aber letztes Mal, als die Tipps kamen, da hatte ich in dem Level das Verkaufstool gar nicht. Also das war ein Verkaufstool. Beziehungsweise ein Level ohne Verkaufstool. Ich brauche ein einziges Schlafzimmer. Wie, ohne Bett? Ich brauche ein Schlafzimmer in meinem Haus. Ich brauche ein Schlafzimmer, nur eins. Verstehen wir uns? Ey, ohne Witz, was sind das denn für Leute? Lass mich da erstmal rein. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Guck mal, jetzt sagen die bestimmt, hey, ich brauche ein Badezimmer. Hey, ich brauche eine Küche. Die ist aber dreckig. Oh mein Gott, was für ein Chaos. War ich gerade so ein Livestream oder was? Und die gucken zu? Sieht so aus, ne? Guck mal. Kann ich noch was verkaufen hier? Dauerfeuer? Okay, fangen wir an mit Reinigen, Alter. Ich sehe gerade, da sind sehr, sehr viele Flecken auf dem Haus generell oder überhaupt. Aber mit meinem Mob, zum Glück, überlege ich mal, den müsste man nur auswaschen oder sowas. Hätte man dann so einen Eimer. Oh, lol. Guck, wie lang der Mob ist. Geil. Hätte man dann so einen Eimer und müsste den immer ausbringen. Dann frisches Wasser. Was ist das hier? Ein Busch? Frisches Wasser holen. Guck mal, macht da schon mal viel aus, oder? Ist auch noch. Ja, guck mal, da war auch noch Rest. Finde ich aber gut, dass man. Ich glaube, ich nehme als nächstes auch, dass man die Verschmutzung auf der Karte sieht. Das ist echt geil. Das ist echt geil, ohne Witz. Guck mal, können wir hier einmal durchschrubben. LOL. Peter hat eine neue Decke gemacht. Hier auch, guck mal. Geil. Ich meine, manche Sachen finde ich echt geil. So, das hier sieht aus wie Dreck. Das ist aber kein Dreck. Das ist ein Feature, weißt du? Oben ist wieder so ein Schleier drauf. Das ist wieder Dreck. Ich meine, klar, wahrscheinlich wollen die, dass man dann auch viele Sachen neu nimmt. Guck mal. Nice. Hier unten auch noch, guck mal. Was ist denn hier drin? Hier ist noch nicht mal Boden drin. Oder dass Boden, der halt verbrannt ist. Kann natürlich auch sein. Guck mal, ich muss hier nur die Lampen verkaufen. Ganz vergessen, die sind ja auch verkohlt. Guck mal, top, oder? Hier ist auch noch Dreck, da müssen wir nochmal schrubben. Das erste Mal, dass ich ein Haus flippe, ist quasi ein Haus, ja, flippe eigentlich, ne? Wenn man so möchte. Vorher war es ja eigentlich immer nur Aufträge abarbeiten. Dabei auch in Real Life bringt das ja halt am meisten, ne? Wenn quasi alte Buden kauft, die dann upgradet und wieder verkauft. Habe ich übrigens mal gemacht, also jetzt nicht hauptberuflich. Aber ich habe mal in einem Haus in Essen-Steele eine Wohnung geholt. Kann ich ja mal ganz kurz erzählen, ist ja kein Ding. Für 25. Alle denken jetzt so, oh, was war das denn für eine Wohnung? Das war ein Haus mit eigenem Pool im Keller. Ich glaube 20 Etagen, so viele Häuser bleiben da nicht mehr übrig. 20 Etagen, Pool im Keller und das habe ich quasi dann für 25 gekauft. War eine super runtergekommene Wohnung. So, dann habe ich angefangen mit Sebastian das quasi ein bisschen sauber zu machen, Tapeten abzureißen. Hat noch einiges gefehlt auf jeden Fall, weil da war ein Hardcore-Raucher drin. Ich glaube, der hat die letzten 400 Jahre da drin geraucht. Und einen riesigen Taubenschiss auf dem Balkon. Also deswegen, das war richtig runtergekommen.
Dann haben wir einigermaßen sauber gemacht, ein bisschen gestrichen, sodass es ein bisschen ansehnlicher aussah. Hallo? Hallo? Und ursprünglich sollte dann der Sebastian da drin einziehen. Und dann war aber irgendwie, dass das Haus sich entschlossen hatte, die Unity-Media-Leitung zu kappen. Und dann gab es halt in der Wohnung nicht mehr so schnelles Internet. Und dann haben wir das Ganze gelassen und dann habe ich aus dem Grund auch die Wohnung wieder verkauft. So, und das Ganze ging dann, ich glaube, für, lass mich nicht lügen, 35, 38 über den Tisch. War okay. So, top, Alter. Fenster geputzt. Alles frisch. Hier ist die Küche, Badezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Bin ich richtig jetzt, ne? Glaub schon. Okay, fangen wir zuerst mit dem Boden an. Zwar legen wir im Schlafzimmer, glaube ich, Teppiche hin. Wunderschön Teppich. Es gibt aber keine Teppichfliesen anscheinend. Dann nehmen wir Bodenfliesen nehmen wir auch nicht. Dann nehmen wir Laminat. Wo ist der denn? Laminat und Innenausstattung. Sorry für Schreien. Teppichboden blau. Jetzt kaufen. Warte. Ja, wollte ich nur mal erwähnen, das hatte ich quasi auch mal einmal gemacht. Musste ich dann nachher natürlich der Steuer erklären. Warum hast du das denn sofort verkauft? Wolltest du damit handeln? Und da musst du quasi sagen, warum du das so schnell verkauft hast. Sonst ist es quasi dann gewerblich und da muss man darauf richtig fett Steuern zahlen. Aber ich konnte es halt gut erklären. War auch irgendwo relevant. Also war auch nicht relevant. War auch bewiesen, dass dann quasi Internet sich gewechselt hatte in dem Haus. Und wäre bei mir auch. Ich würde auch keine Wohnung kaufen, wo es kein Internet gibt, kein vernünftiges. War ja auch hier Hauptargument, ne? So. Oh nein, ich will nicht den Hammer. Ich will, guck mal, das ist eine Steckdose. Ich glaube aber, solche Häuser, die sind echt geil, um zu leveln, ne? Kann aber sein, dass, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, dass House Flippers jetzt ein bisschen unregelmäßiger kommt. Aber diese Schiene mit, wie heißt es, mit die Simulatoren, die kommen auf jeden Fall öfter. Vielleicht kommt mal PC, Building Simulator, vielleicht kommt mal Werkstatt Simulator, vielleicht kommt mal irgendwas anderes. Also das switcht immer so ein bisschen, einfach um so ein bisschen mehr Abwechslung auf meinem Kanal zu bieten. Und Minecraft kommt momentan auch so zwischendurch immer mal, weil täglich wird gerade ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin. Einfach aus dem Grund, ich bin ja noch an einem Papierprojekt dran. Und zum anderen, warte mal, blau, Kaffee mit Milch. Warte, ich muss ganz kurz überlegen. Und zum anderen bin ich Ende des Monats auch, für eine Woche im Urlaub. Deswegen, da kann man mal sagen, ne? Da machen wir mal ein bisschen langsamer. Und ich sag mal so, ist ja noch einiges zu gucken hier, ne? Guck mal, jetzt lassen wir das hier auch mal drin. Ihr habt gesagt, ihr wollt alles auf 100% sehen. Da gehört auch Streichen zu, richtig? Richtig. So. Und ich finde auch gut, dass ich das geskillt habe. Ich bin gespannt, ob wir heute noch einen Skillpunkt kriegen. Ich würde am liebsten jetzt gucken, einfach damit es irgendwo ersichtlich ist und ich mich dann dahin motiviere. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das klappt hier. So, ich glaube, die Farbe ist aber ganz cool für Schlafzimmer. Wobei ich muss sagen, am Anfang in meiner... Oh nein, was habe ich da getan? In meiner alten Wohnung, muss ich sagen, hatte ich sehr, sehr viele... Ja, nicht knallige Farben, aber so ein bisschen kräftiger. Oder nicht kräftiger, sondern ein bisschen luschig, aber schon so verschiedene Farben wie Türkis, Blau. Die Farbe mit ein bisschen mehr Rot drin hatte ich halt im Schlafzimmer. Richtig fettes Blau im Badezimmer noch. Und jetzt in der neuen Wohnung ist das so ähnlich wie hier im Keller. Da ist halt alles sehr weiß gehalten. Aber wir haben es halt dann mit den Möbeln so ein bisschen aufgelockert, ne? Also nur weiß ist natürlich auch scheiße. Ich meine, so wie hier in dem Raum. Ich habe hier alles weiß drumherum. Habe aber die ganzen Schallschutzsachen, die sind zum Beispiel grau. Oh, er ist leer. Guck mal. Ich sehe gerade... Manche feiern's und manche sagen immer so, warum? Sind die bescheuert oder was? Guck mal, traumhaus.de. Ja, lass dich da jetzt erstmal streichen hier, pass auf. Guck jetzt mal gerade, was die Leute machen.
Ich meine, die haben ja gerade an ein Schlafzimmer geschrien. Und ich kann auch nicht alle Leute zufriedenstellen, das ist ja klar. Ist wie mit den Let's Plays, wenn ich halt so rede wie im Zirkus oder wie im Kindergarten. Oh Mist, das war grau. Dann spreche ich andere Leute an, als wenn ich normal rede. Ganz klar. Ganz klare Zielgruppengrenzung. Oder manche hypen auch immer alles. Super krass. Bin ich auch nicht so der Typ für. Ich möchte nicht alles hypen. Auch wenn das Fanset sehr geil geworden ist. Was ich bald hypen werde, ist, sofern ich die Grafiken bald dafür kriege, ich hoffe, die kriege ich bald, wahrscheinlich erst nach dem Urlaub, ist Robi. Auf Robi habe ich echt Bock. Ich glaube, da kann ich richtig hardcore mal alles rauslassen. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Robi wird dann in jeder Videobeschreibung zu finden sein. Aber verpetzt bitte nicht, wer Robi ist. Wobei, andersrum, ich könnte theoretisch ja auch Robi abgeben, ne? Darf man nicht vergessen. Ich könnte sagen, pass mal auf, mach du mal ein Video für Robi. Guck mal, dass man die Rolle nicht auswaschen muss. Top. Voll fett gestrichen alles, aber ich sehe gerade, hier ist überall noch Dreck an den Kackfenstern, ne? Ja, ich sehe das. Ja, ich bin Gucker. Und dann habe ich aus Versehen wieder die Fliesen genommen. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Grau brauche ich zwar noch draußen, aber kein Ding. Für die Größe dieses Raumes. Heizung. Aber ist auch mal so blöd, ne? Ärgert mich jedes Mal, dass oben diese Suche dann weg ist. Reicht auch vollkommen eine kleine Heizung. Vor allem, weil es Schlafzimmer ist, da heizt man ja im Normalfall eh nicht so viel. So. Und, finden die Leute das geil? Immer noch nicht. Ey. Was ist denn los mit den Leuten? Eine Tür. So, dann nehmen wir hier eine Eingangstür. Ne, keine Tür. Das heißt aber irgendwie anders, ne? Hatte ich letztes Mal auch. Warum findet man denn bei Tür nicht... Ah ja, ich weiß, weil die anders heißt, ne? Die heißt Innentür, Veru Weiß. Okay. Hier nehme ich aber echt weiße Türen, weil der... wo bin ich denn drauf? Weil die Wohnung wirkt recht klein. Und wenn ich dann dunkle Türen nehme, dann wirkt das Ganze nochmal ein bisschen dunkler. Oder nicht dunkler, sondern kleiner. Beengter. Ja, sieht doch schon mal nice aus, ne? Und das ist, wie gesagt, Schlafzimmer. Kann ich einfach Bett eingeben? Wahrscheinlich nicht, ne? Heißt wahrscheinlich Superbett. Oder was weiß ich. So, okay, Bett kommt am Start. Ich weiß nicht. Ich mache mir so ein Doppelbett Dora in Eichel nicht. Nuss finde ich ganz cool. Oh, warte mal. Wir haben 4 Singles und ein Ehepaar, so wie es aussieht. Ah, da bin ich doch für, dass wir quasi nur ein Einzelbett hier reinmachen. Obwohl, selbst wenn ich Single wäre, hätte ich immer ein Doppelbett. Wisst ihr Bescheid, ne? Guck mal, reicht ein Bett schon? Ein Schlafzimmer. Super. Och, wie groß. Wenn er das so sagt, dann denke ich mal, der verarscht mich. Ich glaube schon. Fotos und Bilder. Hier, guck mal. Hier. Geil im Herbst. Hier, zack. Schreibtisch. Kriegen wir hin. Pass auf, Alter. Schreibtisch. Hier, Schreibtisch Anna in Buche. Passt auch in der Farbe. Ich glaube, das finden viele gut, wenn hier ein Schreibtisch steht. Dann noch ein geiler Stuhl. Boah, hier kann man den aber echt aufhalten. Ist fast wie bei Minecraft. Schlafen und Lernen sind zwei wichtige Sachen. Gebe ich dir recht. Dann nehmen wir noch, haben wir einen Laptop? Notebook? Das? Notizbuch mit Rezepten. Geil. Also man kann ja echt alles, ne? Pflanzen. Wo sind denn Pflanzen? Hier. Pflanzen. Eine Yucca. Soll man zwar eigentlich nicht machen. Pflanzen im Schlafzimmer kann man nur von abraten. Weil die euch so ein bisschen die Luft klauen in der Nacht. Warte, kann der was? Ja.
Ja, warte. Oh nein! Falsche Farbe! Aber theoretisch könnte man den Schrank hier in die Ecke machen, dahin, Schreibtisch daneben, Bett auf die Seite. Würde gehen. Machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt einen coolen kleinen Schrank, der auch hier reinpasst. Right? Right. Hier, Schrank YOLO. Nicht in weiß, sondern in, nee. Ja, komm, nehmen wir Buche. Details sind weiß. Auch dieser Schrank, meine Damen und Herren, ist eindeutig zu groß. Wir nehmen ein geiles Regal. Es muss genügend Platz für einen Teil meiner Bücher sein. Meine Dokumente kriege ich hier rein. Top. Das ist so geil, weißt du, man kommt raus und alles sieht aus wie Scheiße. Okay, weiter geht's. Wir brauchen noch eine Tür. Ich bin so gespannt. Hat man da nachher so eine Rechnung oder was davon wegen? Du hast so und so viel verdient. Nice. Hier, ne? Tür mit Klopfer. Geht in den Raum rein auf. Top. Ist die Frage, Haus von außen? Farbe nehmen wir auch weiß. Obwohl, ne, warte mal, wir nehmen verblichene Zitrone. Hä? Was ist denn hier los? Ah, hier, kann ich nur in eine Wiese abstellen, gut. Okay, das denn mal? Ja, kann ich? Ja, ich kann's! Ich sehe gerade, die Tür ist eventuell ein bisschen weiter hinten drin, ne? Kann das sein? Oh, wunderschön. Können wir das ganze Haus... Kann sein, dass das hier ein Zweiteiler wird, ne? Ihr wollt ja mal alles zu 100% sehen. Das machen wir jetzt. Ich zeige euch jetzt alles einmal zu 100%. Und dann entscheidet ihr, lieber wieder ein bisschen geschnittener oder alles sehen, was ihr wollt. Na komm, verblichene Zitrone geht aber eigentlich. Wollen wir eher durchs Gestrüpp machen. Ne? Schade, dass man den Garten und so nicht pflegen kann. Oder an sich das Haus erweitern kann. Ted hat mir erzählt, er spielt das ja auch, dass man quasi mit den Hauswänden begrenzt ist. Also man kann jetzt nicht sagen, pass auf, ich hätte jetzt ganz gerne noch irgendwie noch einen Raum dran. Das geht leider nicht. Wäre aber eigentlich eine coole Erweiterung, wenn ich ehrlich bin. Da geht Strom rein. Ist eher das Papier in Amerika. America. Guck mal. Komm, das sieht gar nicht so schlecht aus, Leute. Auch wenn hier noch voll viel Dreck ist, ist der Dreck dann weg, wenn ich das streich? Irgendwie nicht, ne? Guck mal. Kann man eigentlich so lassen, ne? Ist ja nur vorne jetzt. Ey, warum nimmt er denn dann auf einmal wieder was an? Na, jetzt habe ich den Farbroller wieder in der Hand. Ich will den Wischer. Ach, das war das Fenster noch. Okay, und hier liegt noch was rum. Hier. Ah, jetzt ist weggeschmissen. Okay, cool. Ah. Kann man anders sehen, ne, das Haus. Kann ich die denn noch versetzen, die Tür? Die ist nicht so ganz bündig, aber passt schon. Passt. Dann machen wir aber Folgendes noch. Wir nehmen jetzt nochmal Grau. Genau. Deswegen habe ich gerade gesagt, ich hätte den eigentlich noch verwenden können, den Eimer. Hab ihn dann aber letztendlich weggeschmissen. Hier, die Innensachen von den Türen und so werden halt immer grau gemacht. Auch die Fenster. Das ist ein geiler Kontrast. Geiler Kontrast, Leute. Hier. Doppelt Farbe drauf jetzt. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Geil. Hat sich gelohnt. Doppelt sogar. So, geiler Kontrast. Aber wie wenig man dann eigentlich so schafft, ne? Wenn man so ein ganzes Haus holt
und da wirklich jeden Raum macht und den einigermaßen einrichtet, weil es noch nicht mal geil eingerichtet war, nur zweckmäßig. Regal, Schreibtisch und Bett, wo sich die Leute alle freuen. Oben der Banker oder was auch immer das sein mag, der den Anzug anhat. Der ist, glaube ich, gerade am meisten interessiert an das Haus. Finde ich aber geil, dass ich so einen Livestream mache. Dass die Leute dann live zugucken können, was ich hier baue. Also mir wäre eindeutig dieses Wohnzimmer, was bei mir wahrscheinlich nur eine Diele wäre. Viel zu klein. Aber ist auch so, guck mal, ey. Was ist das denn? Kann man ja gar nichts reinmachen. So, Fenster. Ich glaube, das geht so durchs komplette Haus, diese Art. Nicht nur durchs Haus. Durchs ganze Let's Play, weil ich das mag. Geiler Kontrast. Ich mag geilen Kontrast. Das nehmen wir auch nochmal eben. Da kommt ja dann auch noch gleich eine Tür rein. Und was ich halt immer lustig finde, die haben ein Haus, was 5 Meter lang ist und haben dann vorne und hinten eine Tür. Ich bin immer so, okay, kein Bock nach hinten zu laufen oder was? Ah ne, warte mal, da kommen Fliesen rein. Alles top. Hier kommen, die machen wir auch mal eben. Wenn wir schon mal grau in der Hand haben. Oh. Dann nehmen wir das nochmal eben mit. Oben auch nochmal hier so. Nein! Ah! Egal, da kommen ja eh wahrscheinlich andere Fliesen dran oder sowas. Obwohl Küche. Ich glaube, die Küche fließe ich nur hier. Das wird gut. So, piu piu. Komm, einen Boden hätte ich ganz gerne noch hier drin. Und dann machen wir aber mal einen Cut. Ich hätte gerne hier im Wohnzimmer den hellen Boden. Ja, sehr gut. Vorher stinkt ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie vor Brand oder so, ne? Oh, der Fleck kommt durch. Wie geil das jetzt war. War einfach dreckig dann. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Ich würde mal sagen, Sauberkeit, das mag ich. Endlich Ordnung. Ich glaube, ich habe jetzt alle Stellen gefunden, ne? Es ist, glaube ich, nur ein Blitzblank. Top. Gut, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Übermorgen gibt es wieder die nächste Runde, wo wir das Haus komplettieren. Und wenn es euch so gefällt, wie gesagt, schreibt ganz gerne in die Kommentare. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, der vielleicht geschnittener ist oder auch nicht. Haut rein, tschüss.